Landeshauptmann, Stellvertreter, Sie haben heute die Frau Minister Bogner-Strauß kritisiert. Warum? Na, ich verstehe wirklich nicht, warum die Frau Minister nicht mit dem Landeshauptmann ein Gespräch führen möchte. Er ist schließlich und endlich Vorsitzender der Landeshauptmannkonferenz und sie sagt, sie möchte nur mit dem Landeshauptmann Kaiser sprechen. Es geht da um die Kinderbetreuung und das zusätzliche Geld. Also deshalb bitte ich schon, dass man hier fair miteinander umgeht und dass sie natürlich auch mit dem Landeshauptmann Nissl spricht. Verstehen Sie sich da ein wenig als Brückenbauer? Haben Sie da Möglichkeiten, die beiden zusammenzubringen? Naja, so würde ich das nicht sehen, aber es gibt natürlich in dieser Verhandlungsbasis gibt es natürlich auch dann Förderungen, wenn man aufstockt und jedes Land hat spezifisch andere Kennzahlen. Nicht? Und daher ist es notwendig, natürlich auch mit jedem Landeshauptmann zu reden und einfach zu sagen, sie spricht mit ihm nicht, finde ich nicht okay und ich glaube, es ist auch nicht zweckdienlich.